Hey zusammen, hier ist Julia von Farbcafé und heute möchte ich euch das Harmony Paper von Hahnemühle vorstellen. Das ist ein Aquarellpapier, mit dem man richtig gut digitalisieren kann. Ich habe dieses Papier von Hahnemühle zur Verfügung gestellt bekommen, deswegen steht oben in der Ecke auch Werbevideo. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich wieder eine eigene Meinung gebildet und die fällt richtig gut aus. Das Harmony Watercolor Aquarellpapier hat 300 Gramm pro Quadratmeter, also ist schon ziemlich schwer, ist hot pressed und satiniert. Es ist säurefrei, alterungsbeständig und naturweiß und oberflächengeleimt. Und wie schon erwähnt, es hat eine super glatte, streichelzarte Oberfläche, auf der man richtig gut mit Aquarell malen kann. Ich habe es natürlich direkt wieder mit ein paar Blümchen ausprobiert. Und die Digitalisierungsversuche haben direkt bestätigt, was ich mir vermutet habe. Es lässt sich richtig gut einscannen. Was man ja von anderen Einscan-Versuchen so kennt, ist, dass an manchen Stellen einfach der Scanner solche Lichtpunkte hinterlässt und an anderen Stellen so ein Schattental. Und da das Papier so unglaublich glatt ist, ist das hier nicht der Fall. Und das ist richtig super, wenn man wirklich als Illustrator arbeitet und oft mal Sachen, die man analog gemalt hat, digitalisieren möchte. Auf Instagram habe ich auch schon ein paar Bilder gepostet, wie das dann in freigestellt auch mit farbigen Hintergründen aussehen kann. Und ich finde, dadurch, dass das Papier wirklich so glatt ist, das ist richtig, es ist einfach eine Augenweide, die Zeichnungen anzusehen, die darauf entstanden sind und halt auch digitalisiert sind. Für Sachen, die jetzt verkauft werden sollten im Original, finde ich das Papier auch schon nicht schlecht, aber da ist ja oft dann der Charakter des Bildes noch, der mit reinspielt und dann braucht man vielleicht bei Landschaftsmalereien oder so vielleicht doch eher ein raueres Papier wie das Bamboo Mixed Paper. Aber für alle feinen Illustrationen, auch gerade wenn man mit Tusche arbeiten möchte, ist das Harmony Watercolor Paper richtig gut. Wenn man die Illustrationen digitalisieren möchte, kann man entweder mit dem Scanner arbeiten oder einfach von oben fotografieren und dann freistellen. Ihr kennt ja sicherlich schon von alleine, also von euren eigenen besten Digitalisierungsmethoden. Und falls ihr noch Fragen habt, dann kann ich ja dazu auch nochmal ein Video machen, aber ich denke, ihr wisst da schon ganz gut Bescheid. Ach ja, ganz wichtig, was ich noch erwähnen wollte, das Papier, also der ganze Block, den ich hier habe, der ist vierseitig geleimt, das heißt, man kann ihn auch direkt so benutzen. Es gibt das Papier auch als Bögen, als Rolle und als Spiralblock, das ist dann natürlich nicht so. Da müsste man sich dann die Papiere abtrennen, die man bräuchte und dann mit Aquarellklebeband festkleben, meine ich natürlich. Der vierseitig geleimte Block, den ich habe, der ist einfach da und man kann direkt darauf loszeichnen und losmalen. Wie ihr an den ganzen Blümchen schon seht, arbeite ich auch gerade wieder weiter ganz fleißig an dem Watercolor Blumen Masterkurs und ich verlinke dann auch unter dem Video direkt mal die Voranmeldeliste, wo ihr euch dann eintragen könnt, beziehungsweise dann später, wenn der Kurs auch fertig ist, werde ich auch direkt dann da verlinken, wo ihr euch anmelden könnt. Macht's gut und bis bald, eure Julia. Ciao!